Tell her. Lush! The Leopard! Hallo! Meine Damen und Herren, vielen Dank. Herzlich willkommen. Vielen Dank für diesen warmherzigen und menschlich bewegenden Applaus. Und ich weiß nicht, sind Sie auch so im Ski-WM-Fieber wie ich? Ich stelle fest, hier in Köln ist man ein bisschen einsam als Skifan, aber unsere Milliarden Zuschauer in Österreich, in der Schweiz und in Süddeutschland, wir alle sagen super, Wahnsinn, diese österreichischen Meisterschaften in Amerika mit internationaler Beteiligung. Mein, ja. Mein Lieblingsfahrer, Skiweltmeister zusammen mit Lasse Tschüss, Hermann der Monster Meyer aus Flachau im Salzkammergut, ja, hat heute eine sensationelle Antwort gegeben nach dem Motto: Warum sind Sie so toll gefahren? Begründung: Ich hatte guten Sex vor dem Wettkampf. Ja, das ist mal eine klare Aussage. Das ist sehr nachvollziehbar, denn wichtig ist ja beim Skifahren genau wie beim Sex, dass bei einigen Stellungen sehr aggressiv gewachst wird. Gewachst. Das kann man gar nicht prononziert genug betonen. Ja? Ich frage mich, wenn Hermann der Monster Meyer Sex hat, stehen dann auch die Österreicher zu Tausenden am Bett mit der Kuhglocke machen? Ja, 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 ja! Yeah! Der zweite Superstar dieser Ski-WM ist Lasse Tschüss aus Norwegen, geschrieben K-J-U-S. K-J-U-S. Lasse Tschüss. Und viele haben gefragt, während Hermann Meyer tollen Sex hatte, was hat Lasse Tschüss gemacht? Er stand an der Rezeption und hat seinen Namen buchstabiert. Lasse Tschüss. Ich sage es nochmal, Sex vor dem Skifahren, nicht wie beim DFB, ja, wo man ja zwei Jahre keinen Sex haben darf vor wichtigen Turnieren. Nein, ganz wichtig, die ideale Position, auch im Damenski, ideal zum Warmmachen, die Abfahrtshaltung. Ja, yeah. Ganz wichtig. Wie war sie dann? Ja, spät! Spät aufmachen! Steil rangehen! Aggressiv, ja? Sex und Slalom haben für mich schon immer viel gemeinsam gehabt. Beide Male ist es sehr schmerzhaft, wenn man die Stange nicht richtig trifft. Ein wunderbarer Einstieg in diesen Familienabend heute am verkaufsoffenen Donnerstag hier im Goethe-Center. Und wir haben heute zwei außergewöhnlich attraktive junge Frauen zu Gast, meine Damen und Herren. Jeden Abend sind wir bemüht, die schönsten Frauen dieses Planeten für Sie hier auf unseren wertvollen Echtledersessel zu bekommen. Heute Abend zwei wirklich außergewöhnlich attraktive Frauen. Die erste ist eine großartige Kollegin hier von Sat 1. Sie moderiert täglich das erfolgreiche Boulevardmagazin Blitz. Blitz. Bei uns zu Gast Daniela Noack. Meine Damen und Herren, eine sensationelle Meldung für Sie. Und zwar unsere Lieblingsnachbarn, die Italiener. Muss ich mehr sagen. Hä? Amore. Ja, und jetzt kommt die Meldung. Hätten Sie gedacht, Italiener sind schüchtern? Das hat ein Psychologe jetzt herausgefunden. Ja, eine Psychologiezeitung hat heraus, jeder dritte Italiener hat Angst, mit Unbekannten zu reden. Jeder vierte Italiener stottert, dann geht auch in die Lindenstraße. Ja? Und jeder zehnte Italiener traut sich nicht, seinem Vorgesetzten zu widersprechen. Die ganz schüchternen Italiener, ja, die sind so schüchtern, wenn die nicht sprechen, muss man sie ins Knie schießen. Jetzt kommt's.
Nie hast du mich in dein Haus zum Kaffee eingeladen und jetzt kommst du. Deswegen ist übrigens auch in den Espresso-Tassen so wenig drin. Ja? Weil die schüchternen Italiener trauen sich nicht zu sagen, mach mal voll. Schüchtern, verklemmt. Italiener können zum Beispiel Frauen nicht in die Augen schauen. Aber nicht, weil sie schüchtern sind, sondern nur 1,55. Es gibt eine neue Meldung aus Deutschlands Power-Metropole Nummer 4, Hamburg. Und zwar, immer mehr Senioren werden zu Dealern. Stell dir so was. Die Zahl der Rauschgiftdeliktige. Nee, wie heißt es? Der Rauch. Die Zahl der Rauschgiftmissbräuche der über 60-Jährigen nimmt drastisch zu. Und zwar, innerhalb von einem Jahr hat sich zum Beispiel der Kokainverbrauch bei Senioren, unvorstellbar, verdreifacht. Ja? Der älteste Dealer in Hamburg ist 71. Senioren-Drogenhändler, bekannt als Deals on Wheels. Aufgeflogen ist das Ganze auf dem Hamburger Hauptbahnhof. Dort hat sich beim Stehimbiss ein Senior Cookie Dent durch die Nase reingezogen. Danke sehr. Hätte man nicht gedacht im vornehmen Hamburg, oder? Viele Rentnerinnen rüsten schon ihren Yorkshire Terrier mit einem Pitbull-Gebiss nach. Und es gibt eine Meldung, die uns hier im Goethe-Sender, früher bekannt als Kuschelsender, stolz, dankbar und demütig macht. Sat.1 ist von den 5 gigantischen deutschen Sendern der beliebteste bei den Zuschauern in den neuen Bundesländern. Danke! Eine tolle Leistung. Ja, bei Sat.1 werden am häufigsten Ostthemen behandelt. Ja. Es sind zwar eigentlich alles Themen im Westen, sehen aber so aus im Osten. Und viele Ossis schalten natürlich auch ein, weil sie sagen, okay, der Ball ist einfacher zu merken als die komplizierten Buchstaben bei RTL. Sat.1 möchte jetzt noch mehr Programme speziell für die Ossis bringen. Neu geplant ist täglich um 15 Uhr die Show Guten Morgen Ostdeutschland. Und jetzt muss ich sehr deutlich sprechen. Wir haben hier sehr, sehr viele weibliche Zuschauerinnen. Und ja, Frauen hören besser als Männer. Hätten Sie das gedacht? Amerikanische Hirnforscher haben herausgefunden, Frauen hören auf beiden Ohren gleichmäßig. Verursacht durch unterschiedliche Hormone. Ja? Wann hören Frauen am besten? Wissenschaftlich erwiesen, kein Witz von uns. Wann hören Frauen am besten? Während des Eisprungs. Ja, auch eine interessante Verhütungsmethode, oder? Das heißt, wenn Frauen während des Eisprungs am besten hören, dann ist sozusagen die nicht riskante Zeit, wenn sie keine Reaktion zeigen, oder? Schatz! Ja, das hat der liebe Gott so eingerichtet. Ja. Frauen hören einfach sehr gut, damit sie wissen beim Sex, wann sie aufhören müssen mit dem Stöhnen, wenn der Mann fertig ist. Irgendwann muss es sich doch mal auszahlen, dass den Frauen permanent die Ohren mit der Zunge gereinigt werden, oder? Hallo, Schatz! Bei vielen Frauen ist es mittlerweile so, ja, wenn sie in der Küche stehen und hören blub, ja, dann sagen sie, hey, war das der Spinat oder war ich ein Eisprung?
soweit, meine Damen und Herren. Wieder mal ist die Alkoholindustrie an mich herangetreten als einen ihrer prominentesten Kunden und hat mich gebeten, einen Gratis-Werbespot für einen guten Zweck zu drehen. Ich habe gerne zugestimmt, darf Sie einladen, sich meinen neuesten Werbespot anzuschauen und bitte kaufen Sie anschließend sofort diesen Sekt. Heute lesen wir in unserem Lieblingszentralorgan Bunte, sozusagen die Show, in der sich Frauen Gehör verschaffen. Da lesen wir heute einen großen, großen Artikel über unseren Bandleader Helmut Zerlett. Und zwar sehen Sie hier in der Abteilung Sylt im Winter eine Riesenstory über Helmut. Hier dieses große Foto. Helmut Zerlett mit Model. Tja, Weiber sehen anders aus. Chefmusiker der Harald-Schmidt-Show blieb warm verpackt. Das heißt, Helmut Zerlett war in unserem Auftrag in Sylt, auf Sylt. Und Helmut, hast du dort an diesem Badewettbewerb jetzt im Januar nicht teilgenommen? Doch. Das ist irgendwie falsch interpretiert von Bunte, oder? Nee, das ja, es war wirklich so. Sehen Sie den Dokumentarbericht Helmut Zerlett on Tour. Auch im neuen Jahr war ich mal wieder eingeladen. Diesmal zum Neujahrsschwimmen auf Westerland. Allein die Hinreise werde ich nie vergessen. Das ganze Zugabteil voller Ossis, die lachen wie die Hühner und billigen Fuselsaufen. Schrecklich. Angekommen. Willkommen im Westerland. Endlich normale Leute. Um von den Ossis nicht weiter belästigt zu werden, verstecke ich mich schnell unter meiner Jacke. Nachdem ich meine Koffer abgestellt hatte, ging es gleich weiter in eine geile Disco. Für Stimmung sorgte mal wieder der Bruder von Jürgen Drews, DJ Galama, formerly known as Herz Kasper, der die Bude so richtig zum Überkochen brachte. Oh nein, schon wieder Ossis. Carsten Speck war auch gekommen, um allen zu zeigen, dass er jetzt auch mit Messer und Gabel essen kann. So ein brasilianisches Sexluder war auch da und ich tanzte mir in meiner super schicken roten Hose ein tierischen Wolf. Der Ossi grinste die ganze Zeit zu mir rüber und wurde ganz scharf auf mich. Wahrscheinlich wollte er aber auch nur meine Hose. Bei Jürgen Drews klemmte irgendwie die Stopptaste. Er wollte einfach nicht mit dem Singen aufhören. Und als er uns allen auch noch seinen gelifteten Schinken zeigen wollte, blieb uns nichts anderes übrig, als kurzerhand die ganze Hütte abzufackeln. Als ich am nächsten Morgen mit versenkten Haaren aufwache, brauche ich zuerst einmal meine Frühstücksserealien. Danach werden wir alle in den Bus verfrachtet und an den Strand gefahren. Ich freue mich schon unheimlich, endlich mal allen meinen tollen Hintern zu zeigen. Jürgen Drews hatte seine Badehose vergessen und genierte sich, nackt ins Wasser zu gehen. Denn im Gegensatz zu meinem ist seiner nämlich so klein. Und dann kam Da muss ich sagen, ist aber toll. Sehr kalt. War das nicht saukalt? 3 Grad. 3 Grad. 3 Grad. Sehr mutig. Unser großartiger Bandleader Helmut Zerlett. Meine Damen und Herren, wir sind der offizielle Goethe-Sender auf Wunsch der Bundesregierung. Und bin sehr glücklich, Ihnen jetzt einen großartigen Beitrag zeigen zu können. In der Reihe das Goethe-Jahr in Sat.1. Johann Wolfgang, Pudelskern, junger Werther, habe nun 8 Theologie. Leck mich am Arsch, der mit dem Institut. Aber jetzt kommt noch viel mehr. Zum 250. präsentiert Ihnen Ihr offizieller Goethe-Sender Sat.1 das große Goethe-Jahr. Ja, und im Rahmen dieser großartigen Aktion ist es heute soweit. Wir schalten in die Kulturhauptstadt Europas 1999 nach Weimar, wo unser Star-Reporter für Spezialaufgaben Kai Edel jetzt auf uns wartet. Hallo Kai Edel, guten Abend. Hallo Köln, hallo. Hallo Kai.
Grüße aus Weimar. Oder um mit Goethe zu sprechen, ich fühle junges, heiliges Lebensglück mir durch Nerv und Adern rinnen. Mein lieber Kai, da muss ich sagen, Sie überraschen mich ganz gewaltig. Gott, man hat ja mal was gelesen, Herr Schmidt, nicht wahr? Ja. Lieber Kai, wo genau sind Sie jetzt in Weimar? Ich stehe jetzt direkt vor Goethes Garage. Vor Goethes Garage, ja. Steht sein Auto noch drin? Ja, und zwar handelt es sich dabei um einen gelben VW Derby, Baujahr 81. So, Kai. Goethe fuhr also Derby. Na, was heißt fuhr, Herr Schmidt? Er fährt immer noch. Und wir haben ihn hier. Dieter Goethe aus Weimar Nord. Herr Goethe, warum gerade ein Derby? Ja, der Wagen, der ist sehr dankbar, der nimmt nichts krumm, der ist auch sehr komfortabel und in den Kofferraum, da passt echt was rein. Ja. Stichwort komfortabel, Herr Goethe, wie sieht's da mit der Beinfreiheit aus? Also Beinfreiheit, das ist wirklich ideal, also gerade bei längeren Reisen. Ede! Hört auf mit der Scheiße! Was gibt's, Herr Schmidt? Die Kündigung, Edel, die gibt's bald für Sie. Ein uneingeschränkter Wille steigert sich selbst und muss von außen nicht gewarnt nach dem grenzenlosen Streben, Herr Schmidt. So sieht's aus. Edel. Dummheit entweicht, wo düstere Dummheit gerne schweift, inbrünstig aufnimmt, was sie nicht begreift. Ha! Der Zweifel ist's, der Gutes böse macht. Bedenke nicht, gewähre, wie du's fühlst. Ja, gut, das hat gesessen. Was sagt er uns für Unsinn vor? Es wird mir gleich der Kopf zerbrechen. Mich dünkt, ich hört ein ganzes Chor von 100.000 Narren sprechen. Ah, recht zu handeln, grad zu wandeln, sei des edlen Mannes Wahl. Jawohl, oh, glücklich, wer noch hoffen kann, wo denn? Hier. Aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Aufmunterung nach dem Tadel, ist Sonne nach dem Regen, fruchtbares Gedeihen. Ja. Ach so, der Ossi macht jetzt auch mit. Also gut, Herr Schmidt. Was wollen Sie? Ja, Herr Edel, wir möchten jetzt bitte etwas über Weimar, die Kulturhauptstadt 99, erfahren. Ach so, warum sagen Sie das nicht gleich? Wir haben was vorbereitet. Mach's ab, bitte. Weimar liegt in der Zone. Die Stadt ist sehr schön und verfügt über einige Straßen, aber auch Museen. Außerdem findet man hier einen Imbiss und ein Geschäft für Bettwäsche. Bekannt ist Weimar für Goethe. Der hat hier eine ganze Weile gewohnt. Genau wie Schiller und einige andere. Goethe trug gern lustige Hüte. Deshalb ist Weimar 1999 Kulturhauptstadt von ganz Europa. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle. Ja. Kai. Das war spitze. Das war, Kai, da muss ich sagen, das war ungemein ausführlich. Was soll der merken? Der Schmidt ist dumm wie Scheiße. Der kann den Wuppertal nicht von Weimar unterscheiden. Der Typ ist völlig überbewertet. Ganz echt vergessen. Kai. Kai! Hallo, Herr Schmidt. Das ging ja ruckzuck. Ja, Kai. Sagen Sie mal, sind Sie wirklich in Weimar? Herr Schmidt, was soll die Frage? Habe ich Sie jemals angelogen? Ja, Sie haben mich oft angelogen, Kai. Ach so, ja. Stimmt. Ich muss Ihnen sagen, Goethe ist in Frankfurt geboren und nicht in Weimar. Ja, ich hätte schwören können. Ja, ich hätte schwören können, Kai. Das war's. Machen wir hier mal Schluss. Herr Schmidt, Herr Schmidt, nicht abschalten. Denn höher vermag sich niemand zu heben, als wenn er vergibt, Herr Schmidt. Denn wo der Mensch verzweifelt... Danke, Kai Edel! Ja. Unsere Mitarbeiter. Unser Liebling des Monats, ich sage es immer wieder gern, eine echte Sensation, meine Damen und Herren, zum zweiten Mal hintereinander gewählt, Susanne Stanke, oder wie man sie in Hollywood nennt, Susan Stanky. Susan Stanky, unser Liebling des Monats. Und ich werde oft gefragt, dieses Teil hier, ich habe es mehrfach erklärt, ja, was ist dieses Teil? Dieses Teil ist ein Geschenk und es beruhigt. Wenn es hektisch wird in unserer Welt, aufregend, panisch, dann drehen wir einfach hier und Sie zu Hause können sich diesen Doppelkegel anschauen und sagen, Doppelkegel, hat das was mit Kindergeld zu tun? Nein, es ist ein Gesetz der Physik, es beruhigt und wichtig, schauen Sie, man muss einfach die Ruhe haben, abzuwarten. Ja?
Das gibt es nur bei einem Privatsender. Die ARD hätte überhaupt nicht mehr die Nerven für sowas. Da würde gleich irgendwie Beckmann reinkommen und einmal anschubsen oder so. Aber wir hier sagen, wir warten, bis der Kegel, der Doppelkegel, ruhig liegt. Von manchen wird das als quälend empfunden. Ja? Aber die sollten mal in sich reinhören. So. Das ist mein Gefühl, jetzt liegt er. Es kann natürlich sein, er bewegt sich doch sehr, sehr auffällig, dass der Studioboden schief geworden ist. So. Toll. Faszinierend. Das sieht auch die Werbeindustrie gerne, die uns ja letzten Endes bezahlt. Weil sie weiß, die Ruhe, die in einem solchen Bild liegt, erhöht die Konzentration auf die nachfolgenden Spots. Ich habe das Gefühl, er beschleunigt sich wieder. Ja! Au, er lag ruhig. Durch meinen Schrei ist er jetzt... Er lag ruhig. Er lag hier. Jetzt. Ja. Sie haben nichts gehört? Kein Eisprung. Ja, nun aber Schluss mit Scherz und Schabernack. Jetzt wird etwas gelernt. Stifte raus und auch zum Blei gegriffen. Hier ist ein neuer Buchstabe in unserem wunderbaren Alphabet. Ja? Wie siehst du denn aus? Ja, also, ja. Ich dachte, weil... Nee, was sollen denn die Kinder denken? Naja, ich meine... Es heißt auch nicht Bimmel und Rommel. Ach so. Ja, du hast recht. Wir sind ja Bimmel und Bommel. Ja. Bimmel. Ja. Siehst du, dann zieh mal schnell die Mütze ab, sonst kannst du ganz doll Gefühle verletzen. Ja. Ja. Oh, das will ich natürlich nicht. Nein. Haha, da bin ich wieder. Da bist du wieder, ja. Mein Bommel. Ja. Weißt du was? Ich hab auch wieder was mitgebracht. Ist nicht wahr. Was denn? Warte, muss ich holen. Muss er holen. Bin gleich wieder da. Ja. Ui, das mit Bimmel und Rammel war mir aber schon peinlich. Ui. Oh, was ist das denn, Bimmel? Das ist ein Ha! Ha! Ui, toll! Ja, ganz tolle Wörter fangen mit H an. Zum Was Beispiel denn? Hetzkampagne, Hiroshima, Hodenkrebs, Hörnerentzündung, Hungersnot, Herpes, Hexenverbrennung und Hubschrauberunglück. Das sind ja tolle H-Wörter. Ja. Du, ich weiß auch eins. Was, noch ein H-Wort? Ja. Da bin ich aber gespannt, Bommel. Das heißt... Herz allerliebst. Schön, Herz allerliebst. Schön, Bommel, ja. Sehr schön. Und da wollte ich dich fragen, ob du ganz Herz allerliebst mir noch mal meinen absoluten Lieblingsbuchstaben zeigen Du meinst kannst. Das gute A, ne? Ja. Zu Herz allerliebst, Herz das gute allerliebst. A. Ja, ja, pass auf, dann dreh dich schon mal um. Ja, ich bin Herz allerliebst. Schon mal um. Ja, ja. Das gute, gute A. A. Das gute A. Das gute A. Tschüss.
Tschüss, Kinder. Mein erster Gast moderierte hier im Goethe-Sender die Single-Show. Titel Singles am Drücker. Seit Oktober vergangenen Jahres moderiert sie täglich das erfolgreiche Sat.1 Boulevardmagazin Blitz. Herzlich willkommen, Daniela Noack. Der Echtledersessel. Das ist der Echtledersessel, ja. Und das ist ein tolles Kleid, was du da anhast. Danke, siehst auch schick aus. Danke. So viele Komplimente gleich am Anfang, da wird es schwierig, dass wir uns noch steigern. Ja? Schaffen wir. Ich habe es gerade überlegt, als ich dich hier aber rauskommen sehe. Es ist doch so, dass du, als du das erste Mal bei uns zu Gast warst, mehr oder weniger, da ging es im Fernsehen für dich im größeren Rahmen so gerade richtig los, ne? Ist das richtig? Ja, bei Sat.1 ging es da gerade los. Ja, immer so. Mhm. Das war zum ersten Mal die Sache mit Jörg von Torra. Mhm. Ja? Was ja, ich war da einmal dabei, das war ja auch rein von der Logistik her und so wirklich ein Großkampfunternehmen. Da wart ihr jeden Samstag in einem anderen europäischen Urlaubsparadies. Mhm. Ja? 8 Wochen lang waren wir da 8 Wochen lang. Und Sommersonne Sat.1, so legendäre hieß das, Sendung. Ja. Ja. Und seid ihr auch mit diesem großen russischen Transportflugzeug gereist? Das dann abgestürzt ist? Nee. Ist das abgestürzt? Nein. Nein. Aber die Technik flog damit, ne? Ja, ja. Mich hat das wahnsinnig beeindruckt. Riesig, da also konnte man ganze Lastwagen reinfahren. Ja. Nö, wir sind ganz normal mit ganz normalen Flugzeugen hin und her gekarrt worden und. Ich denke mir das, wenn ich Blitz jeden Tag sehe, ja, das sind ja für eine junge, zarte, charmante Frau oft auch harte Themen. Ne? Sagst du da sozusagen, gut, ich moderiere das und das eine Thema berührt mich, das andere weniger. Kann man das so professionell sehen oder es sind auch doch Themen, die einen manchmal noch ein bisschen zu Hause verfolgen? Passiert immer wieder. Ich meine, es sind Themen des Alltags, sind ja traurige Geschichten dabei, aber eben auch sehr witzige, skurrile Sachen. Und natürlich ist es schöner, etwas Fröhliches, Positives anzumoderieren, als jetzt etwas wirklich Trauriges, aber es gehört alles dazu. Und es ist ja auch viel Heuchelei bei den Zuschauern und so weiter, dass man sagt sozusagen, ja, diese Themen, diese blutrünstigen, aber das ist ja genau das, was die Leute auch sehen wollen und weswegen sie auch einschalten, ich oder? Ich denke, es sind halt auch die Themen, die wirklich passieren. Darf man ja nicht einfach wegdenken, sie finden statt und... Das muss man mal ganz klar sagen, die Themen passieren wirklich. Ihr schickt nicht ein Team los und sagt, fahrt mal allen zusammen und haltet drauf, sondern das sind wirklich Sachen, die passieren. Das ist der kleine, feine Unterschied zwischen deiner Sendung und unserer Sendung. Ja, wir müssen leider alles selber konstruieren. Wir haben auch ein Genlabor schon im Keller. Ja, ich habe schon gesehen, habe schon reingeguckt. Ja. Aber ihr könntet teilweise auch unsere Themen übernehmen. Ich meine, wir haben wirklich spannende Themen. Ja? Wir haben zum Beispiel, gestern hatten wir die Rettungssau des Jahres. Die bitte was? Die Rettungssau des Jahres. Ein die Rettungssau vietnamesisches des Hängebauchschwein, das seinem Frauchen das Leben gerettet hat. Bei uns in Deutschland oder in Vietnam? Nein, natürlich hier. Hier? Wie kann denn ein vietnamesisches Hängebauchschwein einem Frauchen das Leben retten? Also die Frau ist zusammengebrochen in ihrer Wohnung. Das Hängebauchschwein ist auf die Straße gerannt, hat sich sterbend, spielend hingelegt, bis jemand anhielt, ist dann hochgerannt ins Haus, der Mensch hinterher und konnte somit das Frauchen retten. Schweine sind klug. Das klingt ja, ich würde sagen, unglaublich, aber ja, es ist wirklich passiert. Ja. Das Hängebauchschwein. Ja, vietnamesisch. Rannte raus und hat sterbend gespielt. Also insofern guck mal öfter rein und kannst ein paar Das habe ich leider verpasst. Absahen, hast du den Beitrag selber gesehen, ja? Ja, natürlich. Woher kann denn ein Hängebauchschwein ein vietnamesisches sterbend spielen? Das ist einfach ein kluges Schwein. Ja. Und wer rannte da hinterher? Naja, ein hilfsbereiter Mensch. Ne? Das ist ja unglaublich. Aber solche Themen haben wir. Wir haben auch die Meisterschaft im Pfahl sitzen. Wir haben den Weltmeister im Grab liegen gehabt. Der ein halbes im Jahr im Grab lag. Ja, ja, seine Mutter hatte schon den Titel. Und dann ging der Titel aus der Familie raus. Ging es natürlich um die Familienehre. Er musste wieder ran ans Grab und lag da wieder. Welche Nationalität hatte der? Italiener. Er war so groß, dass wir ihn filmen konnten. Ja, natürlich. Wie, der hat sich dann reingelegt, hat da drin geschlafen? Ja, ich lag auch mal im Grab für Dreharbeiten. Ja. Ja, ja. Merkwürdiges nett, ne? Gefühl. Aber es ist relativ warm da drin. Mhm. Ja, weil es ist windstill. Feucht? Ja, feucht war es schon, aber man hat den Sarg präpariert und so. Krabbeltiere? Nee, nix. Okay. War ein merkwürdiges Gefühl. Mhm. Und so, wenn man da drin liegt, aber später sieht man es ja nicht mehr. Mhm. Ja? Jetzt lebst du in Berlin. Ja. Aber eigentlich hast du eine Wohnung in München. Ja, und ich bin auch natürlich Münchner noch immer in meinem Herzen, aber... Unter der Woche bin ich jetzt in Berlin, auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Ja. Und dort. Und wäre es dann mit dem Hotel nicht einfacher gewesen?
Wäre vielleicht einfacher gewesen, aber ich finde es auch ganz schön, abends mal nach Hause zu kommen, einfach mal sich was zum Essen zu machen und zu Hause zu sein, Musik zu hören, Harald Schmidt-Show angucken und einfach im eigenen Bett zu schlafen. Hotel ist immer so ein Zwischenzustand. Ne? Aber dein Freund, dein Lebensgefährte ist in München geblieben? Der ist in München geblieben und am Wochenende bin ich bei ihm. Eine Wochenendbeziehung? Ja, das ist jetzt wirklich mal eine richtige Wochenendbeziehung. Ist sowas, kann sowas von Dauer sein? Naja, es ist jetzt erst mal 4 Wochen her, aber ich hoffe so sehr, dass es von Dauer ist. Ja, weil oft ist ja so, man denkt irgendwie, dass es die Sache spannend hält oder belebt. Und dann stellt man fest, viele solche Beziehungen gehen ja kaputt, weil einer doch überraschend zu früh nach Hause kommt. Ne? Ich mach das jetzt schon immer. Ja. Oder in der Mittagspause. Einfach mal schnell nach Hause. In der Mittagspause, habe ich auch schon gehört. Ja? Ja. So was höre ich nie, also sowas. Doch, da höre ich gerne. Es war gar nicht für mich bestimmt, ne? Aber ich habe so mich rübergebeugt und gesagt, hey, Wahnsinn. Ja. Du treibst Sport? Ja. Du läufst in Berlin, du joggst auf dem Asphalt. Naja, ich habe in Berlin noch nicht den Park gefunden von meiner Haustür, in dem ich joggen kann. Aber man sagt doch, das sei tödlich für die Gelenke. Ja, ich glaube, joggen gut ist es auch nicht. Ja? Aber ich muss mich bewegen morgens, also ein bisschen was muss passieren. Machst du also es jeden Morgen? Ich versuch's. Ja, wie lange? Welche Strecke? Halbe Stunde. Eine halbe Stunde auf dem Asphalt? Ja, was heißt Asphalt? Ich gucke schon. Es gibt in Berlin nicht so viele Grünflächen wie in München. Das ist gar nicht so einfach, da einen Park zu finden. Ja. Wo wohnt ihr denn da in etwa? Ich wohne in der Mitte, in der Nähe von der Museumsinsel. Ach so, da wo jetzt die ganze Regierungszentrale und so weiter alles entsteht. Also das ist ja eigentlich eine tolle Lage, oder? Ja, das Ganze auch um die Ecke von Sat.1. Kann ich auch noch rüber joggen am Ende dann. Ja. Bist du auch Skifahrerin? Ja, als Bayerin, als Münchner. Ja, kannst du gut Skifahren? Naja, ich habe es gelernt, als ich schon ganz klein war. Ich habe vorher deine Abfahrthaltung hier gesehen, die war nicht so ideal. Sollen wir da mal ein bisschen dran arbeiten? Zeig mir mal, wie geht Wedeln? Ich wollte immer mal wedeln. Ich kann dir nur Stemmbogen. Ja? Ich ahne es. Und was ich auch kann, ist so das andere Bein ranholen. Weißt du? Ja, guck, ich kann dir zeigen, was ich kann. Was ich kann, ist das hier. Also Stemmbogen ist so. Ja, so. Und dann durch Gewichtsverlagerung. Und was ich auch kann, ist das andere Bein ranholen. Das heißt, man geht hier und zieht dann den Bergski. Ja. Ohne zu verkanten, ran und setzt dann wieder um. Ja. Ja? Also deine Haltung, würde ich jetzt mal sagen, vor 30 Jahren war die in etwa so. Ja. Ne? So hat man es vielleicht gelernt. Ja, natürlich, da bin ich Ski gefahren. Harald, heute, wichtig ist schon nach wie vor Gewicht zum Hang. Hier sind wir mal, Zuschauer, geht es bergab. Die Zuschauer sind der Hang, ja? Runter. Also hier geht es runter. Tal. So, Tal, ja. Hier und dann? Berg. So, und dann ist nicht mehr so die Haltung. Sondern? Sondern schon Gewicht zum Tal verlagern, ja? Vielleicht nicht ganz so dastehen, das würde jetzt völlig schief gehen. Ja, aber das ist doch nicht gewedelt. Nein, und dann, Achtung, hoch, tief jetzt. Hoch, tief, hoch, tief, hoch. Das ist wedeln? Ja gut, hier, so geht das, ja. Aber ich meine, wenn dann diese... Du fährst rückwärts, guck mal. Wieso fahre ich rückwärts? Tief, hoch. Und tief. Tief, hoch, ja. Mir hat das mal ein Schweizer Skilehrer gesagt, weißt du, wie der es gesagt hat? Du musst dir immer vorstellen, Schublade auf, Schublade zu. Na, so sieht's aus. Ja. Und das ist falsch, aber dann geht das ganz schnell. Bist du auch Tiefschnee gefahren und so, ist doch alles unglaublich gefährlich. Och, ja? Nö, da fällt man weich, ist nicht schlimm. Ja? Ja. Also, aber es wird noch, also du musst nur immer denken. Nein, das ist mir viel zu gefährlich. Nicht ganz so breit und möglichst nicht so, dass die Ski hinten zusammengehen, denn das könnte ein kleines Drama geben am Berg. Ja. Dann möglichst parallel und immer schön Gewicht runter zum Tal. Aber du kannst richtig fahren. Kommst auch am schnellsten runter. Tiefschnee und, kannst auch wedeln und alles das, ja? Ja, aber ich falle auch immer viel, aber es ist auch witzig, was soll's. Setz dich doch auf unseren Echtledersessel. Also das ist ganz wichtig. Ja, aber ich kann doch nicht mehr fahren. Weißt du, wenn man so verkrampft fährt, dann ist doch die Gefahr, dass man sich irgendwie eine Dehnung oder irgendwie sowas holt. Dann muss ich halt ordentlich locker machen oben erstmal. Ja, aber ist mir alles zu anstrengend. Ja, schade eigentlich. Ja, ich sitze lieber unten und sehe die anderen fahren oder so. Après-Ski-Typ mehr, ne? Nee, gar nicht mal Après-Ski, ist mir auch zu anstrengend. Einfach nur, während die anderen fahren, unten sitzen und zugucken. Es gibt ja den berühmten Einkehrschwung auch, ne? Wie geht der? Naja, immer rein in die Hütte halt einkehren. Ah, ich kenne nur diesen schrecklichen Witz, woran man erkennt, dass wieder Frühling ist. Woran? Der Skilehrer hat das Hosendürtel zu. So weit. Okay, das bedeutet Skifahren für dich, Nein, nicht nur. Das ist für mich. Das ist dein Wasser. Danke. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Du hast einen lebenslangen Vertrag bei Sat.1. Ja, lebenslang und noch länger. Mhm. Hast du auch schauspielerische Ambitionen, wie viele Moderatoren, Kolleginnen? Also ich möchte unbedingt nach Hollywood. Nein. Nein. Also ich habe ein bisschen gespielt. Ich habe auch beim Sat.1 Weihnachtsfilm mitgespielt, vergangenes Jahr allerdings. Und es macht mir Freude und ich habe das auch mal gelernt in Amerika. Aber ich
liebe es zu moderieren und das ist mein Beruf. Ich mache nur alles Mögliche gerne. Ich vertone auch gerne, ich drehe auch meinen Beitrag gerne. Also ja. Fand die Schauspielern auch mal witzig, aber nicht so wie der Liebling des Monats, Februar. Also bist du genau richtig hier bei uns aufgehoben. Daniela, schön, okay. Dass du hier was stellst. Das Wasser bitte wieder hin, weil es kommt noch ein Gast. Bist du mitnehmen? Ja? Das ist unglaublich. Ja, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Ja. Meine Liebe, alles Gute weiterhin. Danke für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Daniela Noack, meine Damen und Herren, täglich Blitz. Und mein nächster Gast ist ein junges Model aus Düsseldorf. Und sie hat etwas Großartiges geschafft. Sie ist zurzeit in 5 verschiedenen Werbespots zu sehen. Unter anderem in Giotto mit Gildo Horn, in Martini d'Oro und in Oil of Olas, den berühmten Longdrinks, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Katja Brandt! Hallo? Hallo, auch auf den Ledersessel. Auch auf den Ledersessel. Ja. Das ist toll, weißt du? Erstmal Wasser und das Wasser ist frisch. Nervös? Oh, sieht man das? Nein, überhaupt nicht. Du hast mir vorher gesagt, nicht auf das Mikro. Vorsicht, okay. Bitte. Du brauchst überhaupt nicht nervös, weil du siehst absolut toll aus. Oh, mein Herz schlägt. Wirklich? Ja, und wie? Ja, aber viele wären froh, wenn es noch so wäre. Ja. Weißt du? Das ist ja noch ein gutes Zeichen, oder? Ja. Trink doch mal. Nee, ich kann nicht. Nein. Du bist so nervös, um zu trinken? Ja. Warum bist du so aufgeregt? Du siehst toll aus, du hast unglaublich Erfolg. Du kommst aus Düsseldorf, ja? Düsseldorf, ja. Was macht dich so nervös? Dein erster Auftritt in der Talkshow? Ja. Ja. Ja, sehr. Aber du bist eigentlich unglaublich bescheiden für jemanden, der so erfolgreich ist, ja? Ich meine, das muss man wirklich mal sagen, ja? In 5 Spots gleichzeitig toll, zu sehen, ne? Das muss man erst mal schaffen, denn es gibt wirklich Tausende von jungen Frauen, die das machen wollen. Ja? Die Kunden sind sehr wählerisch und häufig ist es so, wenn jemand mit einem Spot mal durchfährt, dann sagt man, das Gesicht ist durch und wir holen jemand anders, oder? Ja, wer weiß, wie es jetzt bei mir ist. Nein, das hoffe ich natürlich nicht. Nein. 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 Wir zeigen mal eine kurze Zusammenfassung dieser Spots, damit Sie sich ein Bild machen können. Was ich auch wirklich... Nimm ein Stück Wasser. Klecker doch ein bisschen. Das kommt gleich automatisch. Nein, was ich toll finde ist... lecker, ja? Du trinkst aber wirklich schon wie jemand, der viel Werbung macht, weil du einfach dieses Wasser trinkst und Wasser und so, so richtig. Ja. Du bist sehr wandlungsfähig, du bist richtig schauspielerisch begabt, ja? Du hast so eine komödiantische Ader, auch wie du hier rausgekommen bist und so. Jetzt kannst du dich mal beruhigen, während die Werbung läuft. Ja? Wir zeigen mal diese 3 Spots, einen kurzen Ausschnitt. Na, was möchte unser Gildo Horn-Fan? Ich? Ich hätte gerne... Ein Cappuccino und eine Nussecke. Nussecken haben wir nicht. Sag mal, wie machst du das bloß, dass deine Haut so gut aussieht? Das geht los mit der Gesichtsgymnastik. Und dann natürlich die Kupferschale. Ach komm, ehrlich? Mm-mm, viel einfacher. Ich brauche nur eine Creme. Das? Das ist... Ich trinke ihn vor dem Essen, nach dem Essen und dazwischen auch. So leicht ist er. Was ist denn deine echte Haarfarbe? Das frage ich mich manchmal auch. Das? Ja? Ja. War das eine Perücke oder war das gefärbt jetzt gerade? Das fragt mich jeder. Das ist mein eigenes Haar und das hat man mir so dunkel gemacht. Und in dem Schwarz-Weiß kommt das natürlich extrem. Und du sprichst das auch alles selber. Häufig ist es so, dass diese Models irgendwie... Dann so eine Stimme haben. Hab ich ja. Nein, hast du nicht. Du machst es doch richtig gut. In dem nicht. Nee, in dem nicht. Du bist nie auf Modenschauen gelaufen, wie die anderen das machen? Wenig. Also ich habe das anfangs mal gemacht, als ich angefangen habe, meine Karriere. Und dabei hat sich das dann aber auch belassen. Ja? Ja. Also du lebst hauptsächlich davon oder auch ausschließlich, dass du in Sport spielst. Ja? Es hat sich in letzter Zeit so ergeben. Es kann sein, dass das meine Reife geworden ist, seitdem ich ein wenig älter bin. Ja, es kam in den letzten 2 Jahren. Ich habe meine Agentur gewechselt und durch meine jetzige Agentur. Bist du Otto-Fan? Das ist ja gut, ja. Von der Es ist etwas Unglaubliches. Du warst noch nie in New York? Nee. Die meisten Models, die wir hier haben, kommen mit dem Satz rein, ich komme gerade aus New York. Du warst noch nie da? Du hast in Athen gelebt? Gelebt, ja, ich war 2-mal da. Ja? Das passiert so bei den kleinen Modellen, die werden meistens losgeschickt in den Anfängermarkt. Und, der ist in Athen? Der ist in Athen, das finde ich ziemlich brutal. Endet das nicht leicht auf einer Fähre noch weiter südlich? Ja, Anfängermarkt, oder? Und wie, ja.
Oder? Es ist so schwer, weil erstens mal logischerweise Griechisch spricht nicht unbedingt jeder. Ja. Dann die Straßenschilder sind auch in Griechisch, kann auch nicht jeder lesen. Ja. Und selbst das Taxifahren ist ziemlich schwer. Man müsste da bestimmte Sachen beachten. Ich war dabei, gerade mal in eins einzusteigen, wobei es dann weiterfuhr. Denn die Körpersprache in Griechenland ist etwas anders. Das bedeutet nein. Ich habe gedacht, na klar, steig ein und ich greife mir den Griff und wegfuhr es. Es war nicht ganz einfach. Das heißt nein auf Griechisch? Ja? Ach so, diese Geste. Mhm. Wie, die Griechen sind auch so Machos? Sind ruhiger, möchte ich mal sagen. Also beschränkter in ihrer Gestik, ja. Und wie ist es mit Mailand? Da fliegen die Arme. Da warst du aber schon? Sie. Da hast du auch gelebt? Jein, ja. Also ich war oftmals da für mehrere Monate. Wenn ich das so zusammenrechne, habe ich mir mal überlegt, war ich bestimmt anderthalb Jahre insgesamt mal. Ja. Ich spreche aber kein Italienisch. Wie, keine. Du lebst in Düsseldorf ein völlig normales Leben? Bin jetzt viel in Hamburg. Bin aus Düsseldorf raus natürlich, weil da nicht ganz so viele Jobs sind. Aber ich mag es immer noch gerne. Das ist schließlich meine Heimatstadt. Aber Hamburg ist schon besser oder eben, weiß ich nicht, London ist sehr gut. In London habe ich 2,5 Jahre gelebt. Und jetzt sitzt du dann da und dann rufen die Agenturen bei dir an oder machen das die Kunden direkt, also die Firmen? Ja, es kommt immer drauf an. Also bei den Werbefirmen läuft es so, die rufen eine Castingagentur an und die briefen dann die Castingagentur mit dem, was man machen muss. Wir brauchen Mädchen, dunkle Haare, italienischer Typ oder dies oder blond oder vollbusig oder was auch immer. Und dementsprechend rufen dann die Castingagenturen die Modellagenturen an und die werden dann losgeschickt. Die ganzen Mädchen kriegen dann ihre Auswahlen und entweder kriegt man noch einen Text vorgelegt, den man auswendig lernen muss, und stellt man sich hin und sagt, ja, mein Name ist Katja Brand und ich komme aus da und da. Und, ja, fühlt man sich da als Frau nicht sehr benutzt? Also wenn ich ehrlich bin... Ja? Also nein, natürlich nicht. Als Individuum fühlt man sich benutzt. Hast du schon mal, ja genau, als Mensch. Ja. Hast du schon mal irgendwie in einer Serie was gespielt oder so Schauspielerisch irgendwas gemacht? Das müsstest du unbedingt machen. Ich finde, du kannst es wirklich. Ja, und du bist sehr lebendig und die Nervosität... Nein, aber das legt sich doch irgendwann. Außerdem, diese Aufregung kommt ja auch irgendwie gut rüber, weißt du? Das weiß ich noch nicht so genau. Du könntest ja mal am Anfang eine Rolle spielen, wo man das einbauen kann. Dass du irgendwie ganz aufgeregt aus dem Haus gehst, wirst dann irgendwie überfallen, geschändet, an den Bahndamm geworfen und dann endet die Rolle erstmal. Für den Anfang. Du. Gerade hier bei Sat.1. Weißt du, das Model und die Eisenbahn. Wäre mein Einstieg, glaube ich. Für den Einstieg irgendwie. Das wäre gut. Blutjung. Zu Ende gemodelt oder so. Hier in Sat.1 und so. Der große Model, Film. Film, Model, Ende. Ich bin überzeugt, nach heute Abend werden sich Produzenten, und da musst du aufpassen, das kennst du, das wollte ich nicht sagen, musst du aufpassen, bei dir melden und sagen, ja, genau. Du bist eine der wenigen jungen Frauen, die beim Begriff Produzenten Rock nach unten zieht übrigens. Ja. Morgen, meine Damen und Herren, bei uns zu Gast unser großartiger Kollege Holger Speckhahn, Dieter Krebs und Comedy mit Fanny van Dannen. Diese temperamentvolle junge Dame heißt Katja Brandt. Wir werden noch viel von dir hören, bin ich überzeugt. Und sehen. Schön, dass du hier warst. Danke. Ja, Katja Brandt, meine Damen und Herren. Bis morgen Abend, Dankeschön. Tschüss.